Hi Kinder, wir hoffen, euch geht's gut und ihr hattet eine schöne Woche. Heute, also das heutige Thema unserer Kinderstunde ist Gebet. Lasst uns zuallererst beten, damit Gott euch einfach segnet und damit er einfach bei uns ist. Lieber Jesus, wir danken dir für diese Kinderstunde. Wir danken dir für jedes Kind, das heute zuguckt. Wir bitten dich, dass du es segnest, Jesus, dass du auch ihre Herzen erreichst und dass du heute einfach Mittelpunkt unserer Kinderstunde bist. Amen. Okay, jetzt steht mal alle auf und guckt, dass ihr genug Platz habt. Fangen wir an mit dem Kopf. Drehen wir uns zuerst mal dreimal. Okay, jetzt den linken Arm. Und den rechten. Jetzt das linke Bein. Und den rechten Bein. Jetzt drehen wir mal den linken Fuß. Und den rechten. Okay, und jetzt schüttelt euch mal so richtig kräftig aus. Okay, und fertig. Und jetzt hoffe ich, dass ihr warm genug seid und wir anfangen können mit dem Tanz. Und lasst uns Jesus jetzt wirklich unser Herz neu hingeben. Weil Jesus alleine gehört mein Herz. Und wenn es bei dir auch so ist, dann gib du ihm dein Herz. Streck dich einfach aus, halt ihm dein Herz hin. Und sing nur für ihn. Hier ist mein Herz, mach es ganz rein. Nur du allein sollst drin. Hier ist mein Herz, mach es ganz rein. Nur du allein sollst drinnen sein. Nimm alles weg, was dich stört, weil dir Jesus mein Herz gehört. Nur für Jesus. Er ist hier und wird dein Herz reinmachen. Frei von aller Schuld, weil er am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist.
machst du da? Ich bete. Und was ist das? Beten heißt, dass ich mit Jesus spreche. Kannst du mir zeigen, wie das geht? Klar, in heutiger Geschichte geht es um Beten. Komm, lass uns anschauen. Komm. Einmal hatte sich Jesus zurückgezogen, um zu beten. Danach sprach ihn einer seiner Jünger an. Herr, sag uns doch, wie wir beten sollen. Auch Johannes hat dies seine Jünger gelehrt. Jesus antwortete ihnen: So sollt ihr beten. Vater, dein heiliger Name soll gelehrt werden. Lass dein Reich kommen. Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen. Und vergib uns unsere Verfehlungen, denn auch wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind. Lass nicht zu, dass wir in Versuchung geraten. Dann sagte Jesus zu den Jüngern: Einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht geht er zu ihm, klopft an die Tür und bittet ihn: Leih mir doch bitte 3 Brote. Ich habe unerwartet Besuch bekommen und nichts im Haus, was ich ihm anbieten könnte. Würde der Freund dann von drinnen antworten: Stör mich nicht. Ich habe die Tür schon abgeschlossen und mich schlafen gelegt. Außerdem könnten die Kinder in meinem Bett aufwachen. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Doch bestimmt nicht. Das eine ist sicher, selbst wenn er schon nicht aufstehen und dem Mann etwas geben will, weil er sein Freund ist, so wird er schließlich doch aus seinem Bett steigen und ihm alles Nötige geben, weil der andere so unverschämt ist und ihm einfach keine Ruhe lässt. Darum sage ich euch, bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der kommt. Wer sucht, der findet. Und wer klopft, dem wird geöffnet. Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es um einen Fisch bittet? Trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für euer Kind ist, und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten? Und wie fandest du die Geschichte? Also ich fand die Geschichte sehr toll. Kannst du mir das Beten beibringen? Ja, lass uns zusammen, Kinder, ihm das Beten beibringen, das Vaterunser. Unser Vater in den Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehen wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Vielen Dank, jetzt werde ich für immer beten. Super. So, jetzt geht's mit unserem Experiment weiter. Viel Spaß. Hi Kids, wir wollen heute mit euch einen Vulkan machen und dafür braucht ihr folgende Sachen. Also ihr braucht Wasser, ein bisschen Spüli, so Essig, den kriegt man so ganz normal aus der Küche, ein Tablett, hier Alufolie, dann Backpulver, Lebensmittelfarbe, einen Löffel zum Umrühren später, ein paar Gläser, also am besten sind schon 3, 4. Dann noch eine Teller, also ein Teller, eine Schere, Teser und Kleber. Also als erstes nehmt ihr dann den Teller und klebt da mit dem Teser eine Tasse drauf. Das heißt, ihr könnt den Teser so nehmen. Einen Moment. Hier. Genau. Ihr nehmt das Teser und macht da wie so eine Rolle draus. Also, dass es von beiden Seiten dann klebt. Hier, schneide mal ab. So. Dann klebt ihr diese Rolle auf hier unten auf die Tasse drauf. Und mit der Tasse dann unten auf den Teller. Damit es so ein bisschen stabiler ist später. So. Dann nehmt ihr die Alufolie. Und wickelt die dann um den Teller herum. Komm, ich heb den an.
So. So. Dann drückt ihr die an allen Seiten gut an. Genau. Und wenn da noch so offene Stellen sind, also wie hier jetzt zum Beispiel, dann geht ihr einfach nochmal hin und macht noch eine neue Lage drauf. Hier. So. Und dann befestigt ihr alles gut an den Seiten und könnt dann die restliche Folie so nach unten wegklappen. So. Wenn dann unten etwas noch ein bisschen unstabil ist oder so, dann könnt ihr das noch mit anderen Tesastreifen so festkleben. Genau. So. Und dann reicht das eigentlich schon. So. Dann geht ihr hin, mach mal, und schneidet wie so ein Kreuz oben in den Vulkan rein. Genau. Dann sieht es ungefähr so aus. So. Und dann klappt ihr diese Laschen, warte, ich zeig's euch gerade so. Dann klappt ihr die wie so rein hier. So die eine und dann die anderen genauso. Da habt ihr so ein Loch im Vulkan. Genau. Dann nehmt ihr die drei Päckchen Backpulver und kippt die einfach so vorne als oben in das Loch rein. Weil wir hier mit so Sachen wie zum Beispiel Backpulver oder Essig oder so arbeiten, bitten wir euch darum, dass ihr ganz dringend eure Eltern fragt, ob ihr das machen dürft. Und wenn ihr das Experiment macht, dann bitte mit Erwachsenen. Also zum Beispiel, wenn ihr ältere Geschwister oder Eltern habt oder so. Aber es ist auch wichtig, dass wir euch das erlauben, weil, ja, dass da einfach nichts passieren kann. So. Gebt ihr noch das Backpulver hier rein. Genau. Und guckt einfach, dass nichts daneben geht. Und wenn dann das hier erledigt ist, dann stellt ihr das hier aufs Tablett drauf. So. Dann nehmt ihr ein Glas und füllt in das eine Glas zur Hälfte Wasser rein und in das andere zur Hälfte Essig. Also hier. Und dann nehmt ihr die Lebensmittelfarbe. Wir haben jetzt orange und rote, also einfach irgendeine Lavafarbe. Wenn ihr möchtet, könnt ihr nur orange oder nur rot machen. Aber wir mischen die jetzt und dann macht ihr die entweder in den Essig oder ins Wasser. Da ist es jetzt in dem Fall egal. Hier machen wir mal beide. Je mehr Farbe ihr nimmt, desto greller ist dann später euer Vulkan. Also desto farbenfroher sieht die Farbe dann aus. Genau, hier, wir haben jetzt so ein bisschen von Orange. Wir stellen es gerade hier hin, dann seht ihr das besser. Und dann machen wir noch ganz viel Rot rein. So. Und dann vermischt ihr das, dass die Farbe sich so möglichst gut auflöst. In das Wasser könnt ihr dann noch so ein Tröpfchen Spülmittel reinmachen. Also wirklich gerade so ein Spritzer, so ein bisschen nur. So. Genau. Und dann vermischen wir das alles. Eigentlich kann man das. Also ihr könnt es entweder so ein nächstes Glas machen oder ihr könnt halt beide auch zusammen in ein Glas kippen. Dann ist das Spüli auch gut drin. Und dann verrühren wir das noch einmal. Am besten über dem Tablett, weil das ist schon ziemlich voll.
Genau. Und dann sind die Grundsachen für euer Vulkan eigentlich schon fertig. Das kippen wir jetzt oben rein. Also wie gesagt, fragt bitte eure Eltern. Es ist wichtig, dass ihr das mit einer erwachsenen Person macht und mit Erlaubnis der Eltern. Und dann kippt ihr das hier oben rein. So. Schaut mal, ein halbes Glas reicht schon. Oder sogar nicht mal ein halbes, so ganz bisschen reicht schon, dass der Vulkan dann schon überschäumt. Genau. Wenn ihr merkt, dass ihr so ein bisschen aufhört zu schäumen, könnt ihr noch nachgießen. Und wenn ihr dann noch mehr Schaum wollt, dann könnt ihr auch unten so ein bisschen das Backpulver so aufschäumen. Dann fließt noch mehr. Also wie ihr seht, seht ihr? Durch das Backpulver reagiert das noch mehr mit Essig. Da könnt ihr noch ein bisschen nachkippen sogar. Und dann schäumt euer Vulkan komplett über. Also im Grunde reagiert hier einfach das Backpulver mit dem Essig und dann läuft das über. Hier haben wir noch ein bisschen. So. Wir hoffen, euch hat das Experiment gefallen. Also wie gesagt, bitte fragt eure Eltern, ob sie das mit euch machen. Und wir haben noch ein paar Kinder aus unserer Kinderstunde gefragt, was sie denn denken, was Gebet ist. Und hier sind ihre Antworten. Ich finde, beten ist mit Jesus sprechen und ihm seine Probleme erzählen und ihm danken und sich entschuldigen für das, was man falsch gemacht hat. Beten ist sprechen mit Jesus. Ein Gebet ist ein Gespräch mit Gott. Ein Gebet ist, wenn man mit Gott redet und dabei ihm noch dankt. Ein Gebet ist einfach, wenn man mit Jesus redet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führ uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen, denn dann ist es Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Denn dann ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dein Reich komme, dein
geschehe. Wir hoffen, habt ihr Woche was in der Kinderstunde gelernt und dass es euch gefallen hat. Und lasst uns zum Abschluss noch beten. Wir wollen euch segnen für den Rest der Woche. Und ja. Lieber Herr, wir danken dir für diesen Kindergottesdienst, Herr, dass wir die Möglichkeit haben, Herr, uns in deinem Namen zu versammeln, Herr. Und wir bitten dich einfach, segne du die Kinder jetzt die restliche Woche. Segne uns, Herr, und Amen. Amen. Gut, dann bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.